Ja, Silvia, jetzt sind wir hier in deinem Studio drin, in dieser Folterfabrik. Wie sagst du denn genau? Das ist keine Folterfabrik. Jam 29 Aerobic Factory. Jetzt sagst du so frech, 29, aber du bist ein bisschen älter, gell? Ja. 49? 49, genau. Wie bist du denn auf das gekommen? Also meinst du auf den Namen, oder? Nein, ja, auf den Namen und auf das, was du dann tust. Okay, also was ich da tue, weil ich schon immer Sport gemacht habe, weil mir das mega gefällt. Und ich habe früher schon, also davor schon unterrichtet. Und das hat mir immer mega Spass gemacht. Und darum habe ich dann irgendwann gefunden, jetzt tue ich selber etwas eröffnen. Das war dann schon ein bisschen noch früher gewesen, also nicht im 97, sondern noch früher. Und dann habe ich aber gehört, dass ein grosses Studio da auf Buchs herkommt. Das war damals das TCB. Und dann habe ich mich halt dann dort beworben als Aerobic-Managerin und konnte dort den Aerobic-Teil übernehmen. Weil ich in diesem Moment ein bisschen Angst hatte, um selber etwas anzufangen, wenn gerade ein grosses Studio herkommt. Und zwei Jahre später habe ich dann gefunden, ja nein, jetzt mache ich das trotzdem. Und habe dann angefangen, Raum zu suchen. Ich wollte schon dann hier hinten kommen, in die Altbrauerei, weil es mir hier sehr gut gefällt. Hast du immer ein bisschen Bier getrunken, oder? Nein, ich habe Bier nicht gerne. Nein, aber das Gebäude ist mega schön und ich hatte immer schon die Idee, hier ein Studio zu machen und obendrauf wohnen. Und das ist dann halt ein bisschen länger gegangen, als ich gedacht habe. Und darum habe ich dann zuerst in der Bahnhofstrasse 29 angefangen mit dem Studio. Ah, sowas. Das 29 heisst nicht forever young und auf dich gemünzt. Nein, aber gleichzeitig war ich dort eben 29 gewesen. Und darum habe ich gefunden, dann passt es gerade. Weil Jam alleine, also einfach so ein bisschen Jam alleine, hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Darum Jam 29. Und Aerobic Factory, dass man weiss, dass es um Aerobic geht. Und Factory, Fabrik, da wird immer etwas Neues produziert und das war eigentlich auch meine Idee. So ein bisschen spürbar anders nach dem Motto und immer ein bisschen auf dem neuesten Stand sein. Das kann man ja wohl sagen, du bist unglaublich vielseitig. Also mal ganz kurz auf der Homepage, ich bin auf 19 Stunden gekommen, aber was du alles anbietest, also Schwangerschaftsturnen, dann für Kids, dann für Teenies, dann machst du Beckenboden, und was mich jetzt so ein bisschen, selbst im Spiegel angeschaut, der Fatburner und der Rücken, das wäre etwas für mich. Das ist für alle gut. Nein, das ist super. Also, für mich ist es ideal, dass ich so vielseitig arbeiten kann. Dann wird es einem nie langweilig. Und auch für den Körper ist es super. Also, man kann so wirklich bis ins hohe Alter immer trainieren. Aber Fettburner heisst wirklich Fett verbrennen? Genau. Und was hat das mit Rücken zu tun? Weil es Rücken schon ins Training ist. Und weil ich dort vor allem, also dort mische ich ein bisschen, dort habe ich viele Rückenübungen auch noch drin. Aber du bist doch, wenn ich dich einmal sehe, du bist doch eine Maschine, du hüpfst, du gummst, du bist ein Gummiball. Kannst du überhaupt schon nicht etwas machen? Na, natürlich, ja. Ich kann beides. Ich kann Vollgas geben, aber ich kann auch schön relaxen oder entspannen, meditieren, alles ein bisschen. Yoga bietet schon an, gell? Mhm, das bietet auch an. Das macht aber die Marion bei mir im Studio. Sie ist ausgebildete Hatha-Yoga-Lehrerin und sie macht das super. Zumba? Zumba haben wir auch, natürlich. Das macht Karin bei uns. Auch sie macht das super. Sie hat ein richtiges Tanzfüdli und voll Energie. Bist du da mal nicht so richtig auf der Schnauze am Wochenende? Also, du bist ja dauernd irgendwie dran. Hast keine Zerrungen, hast keine Beschwerden, bist du so voll fit? Also Zerrungen und Beschwerden, das habe ich eigentlich nicht. Zum Glück nicht. Also eben Sport hält fit und jung. Aber ich bin schon natürlich manchmal müde. Also es gibt Tage, da habe ich auch viele Lektionen und da bin ich am Abend schon wirklich kaputt. Und die Leute, die könnten hören, gell? Es hat wirklich eingeschlagen. Also Aerobic, überhaupt das, was du anbietest, das hat eingeschlagen. Die Leute haben eine riesen Freude. Die Leute haben sehr viel Freude, ja. Und ich habe Leute, die sind schon seit 20 Jahren bei mir und immer noch bei mir. Und dann kommen aber auch immer wieder neue. Dann gibt es wieder solche, die halt 2-3 Jahre dabei sind. Dann machen sie vielleicht wieder etwas anderes. Ich habe auch Frauen, die als Kind bei mir waren, die ins Kindertanzen gekommen sind. Ab 4 kamen ja zu mir ins Kindertanzen kommen. Und die jetzt bereits schon wieder bei mir sind oder auch schon wieder ihre eigenen Kinder mir bringen. Und das ist ein mega schönes Gefühl. Und jetzt, ich weiss nicht, ob ihr es genau gesehen, aber du bist auf einem so Trampolin und nimmst es mal so runter. Und dann stößt du da so relaxed auf und so. Was ist denn das da? Also, das ist unser neuestes Baby. Swiss Jump, sagst du denn, gell? Genau, Swiss Jump. Das sind Pelikon-Trampolin, die sind mega gut, mega cool. Und das Training macht super, mega Spass. Die Leute haben Freude, das ist ein Training für alle. Auch wenn man völlig untrainiert ist, kann man da drauf kommen. Und es ist egal, was für ein Fitnesslevel das man hat, es kommt jeder voll auf die Kosten.
Bist du streng? Also wenn du sagst, weißt du, nicht so mitmacht, auf einmal nicht mehr machen und so weiter, sieht man das überall, oder? Ja, also es ist schon streng, aber man kann es eben selber variieren. Also wenn man nicht mehr mag, geht man einfach wieder in die Position und tut wieder ein bisschen warten, bis man mag. Ja, aber bist du selber streng oder sagst du, hey, los, du auch noch und so? Was ist beides. Aha. Ich tue die Leute motivieren, aber ich tue ihnen auch sagen, wenn sie nicht mehr mögen, dürfen sie ruhige Pause machen. Das ist auch wichtig. Also auch für jedes Alter, ja? Genau, und haben wir auch. Wir haben alles verschiedene Altersklassen bei uns. Und wenn Mütter kommen, gell? Können Kinder draussen, können die warten, oder? Also die Kinder müssen nicht warten, die werden betreut im Kinderclub. Oh, ich habe vier Frauen, die sich abwechseln und den Kinderclub betreuen. Und das ist eine super Sache, so können die Mamis auch am Morgen kommen, trainieren und müssen nicht erst am Abend, weil dann vielmal ja, mögen sie vielleicht nicht mehr oder man muss warten, bis der Mann heimkommt. Und so ist es gerade alles in einem Pack. Also die Frauen können hier hinkommen, Mütter trainieren und die Kinder werden betreut im Kinderclub. Und auch die Kinder haben mega Spass im Kinderclub. Du bist eine richtige Unternehmerin. Du hast nicht in Silicon Valley um Start-ups zu kriegen. Du hast es hier geschafft. Also bist du schon immer ein bisschen so gewesen, eine Macherin? Oder hast du schon fast ein bisschen Angst gehabt vor dem eigenen Mut? Nein, ich war eigentlich immer eine Macherin. Also wenn ich jetzt retro denke, denke ich manchmal, mein Gott, ich bin recht mutig gewesen, dass ich das gemacht habe. Weil ja, ich habe einfach immer gemacht und am Anfang weiß ich ja gar nicht, was das alles bedeutet und was alles auf dich zukommt. Und die Auf- und Abs, die es halt gibt und so. Und jetzt ist 20 Jahre und wenn ich so zurückdenke, also macht es mich mega stolz, aber ich habe auch manchmal so das Gefühl, mein Gott, wie habe ich das alles geschafft? Vor allem habe ich drei Kinder und habe mit denen das auch noch alles müssen durchmachen. Und das ist schon, ja, ist ein schönes Gefühl, aber es ist manchmal gut, wenn man nicht am Anfang schon weiss, was alles auf einen zukommt. Dann kannst du Frauen begreifen, gell? Auch zu dir könnt ihr das gerne machen, weil vielleicht jemand noch vor einem Nervenzusammenbruch sind, wie Salz mit Stämmen, also eben Sport, dann natürlich Arbeit, Haushalt, Kinder und so weiter. Genau. Hast du ein volles Verständnis natürlich? Ja, natürlich. Und es ist auch ein mega schöner Ausgleich. Also ich bin manchmal voll gestresst irgendwie angekommen und dann konnte ich eine Stunde gehen. Nach dieser Lektion bin ich einfach wieder voll motiviert und hatte auch wieder Nerven gehabt, die Kinder wieder vertreibt. Also Sport macht eben auch mental wieder fit. Ja, ja, finde ich schon. Darum sollte es jeder machen. Egal was, es gibt ja für jeden etwas. Kannst du mit sportlichen Pausen leben oder fällst du nicht Depressionen? Also ich kenne so Leute, die dann neben keinen Sport haben, dann geht es nicht ganz schlecht. Ja, also so eine Woche geniesse ich, um wirklich nichts zu tun. Einfach mal voll liegen und so, dann kann ich sehr gut. Aber so nach einer Woche fängt es mir wieder an kribbeln und dann muss ich irgendetwas machen. Und wenn es nur ist, Liegestütze oder irgendetwas, oder einfach laufen oder joggen, irgendetwas. Aber es ist so zwischendrin mal eine Woche, das tut auch ganz gut. Es ist ja ganz schwierig, alles das zu zeigen, was du machst. Aber ein Teil, da können wir jetzt eben noch filmen. Am Nachmittag haben wir es aufgenommen, aber zeigen wir der Gruppe, was machen die? Machen die Swiss Jumps jetzt dann? Die, die wir filmen können? Genau, die machen Swiss Jump. Da sehen wir es dann in Action, da das Teil. Genau, und Action kann man auch erleben, und das ist kein Scherz, am 1. April, und da hast du voll einen Berliner geholt, einen Mann geholt. Mhm. Also, warum jetzt das? Warum das? Ja, weil ich gefunden habe, jetzt ist 20 Jahre, jetzt muss mal etwas Spezielles sein und den Leuten auch etwas Spezielles bieten, weil die kommen, das ist nicht gerade in den Genuss, um so einen Stargast hier zu haben und Lektionen mitzumachen. Und den Romeo Weiss habe ich engagiert. Ich habe ihn kennengelernt, also das heisst, Brigitte und ich haben ihn kennengelernt vor 2 Jahren an einer Weiterbildung auf Ibiza. Und er ist super. Er kann mega gut tanzen. Und er macht es so gut, dass er eben auch Anfänger drin hinein packen kann. Das heisst, also die Leute müssen keine Angst haben, zu mitmachen. Die können, also jeder kann hier mitmachen. Und er ist einfach so ein Lustiger und kann es mega gut überbringen. Und darum habe ich ihn jetzt engagiert und er kommt von Berlin hier hin. Er wird am Vorabend da sein und dann am Samstag 2 Workshops geben und am Samstagabend schon wieder heimfliegen. 20 Jahre, he? Man vom Weiss wieder so Silvia Montonato und das noch Mixanik. Wie heisst du alles? Also alles zusammen? Okay, Silvia Montonato, Gamera Mixanik. Du bist einfach ein Exot, he? Und bleibst das auch. Meine fast letzte Frage, also vor 20 Jahren hast du es gegründet, vor etwa einem Jahr hast du das Swiss Jump eingeführt. Was kommt als nächstes? Machst du noch Paletten mal irgendwann? Machst du sonst noch einen Mentalkurs, wo mit Tanzen nichts zu tun haben? Machst du Unternehmensberater? Also, Mentalkurs haben wir zum Teil schon. Wir haben einmal so ein bisschen Meditation. Also, das nächste Event haben wir am 20. Mai. Yoga und Meditation. Das ist ein kleines Event am Samstagmorgen, das ist öffentlich auch immer für alle. Ballett werde ich sicher nicht machen, weil es gibt Ballettstudios und
die machen Palette. Also ich denke, jeder soll das machen, für das, was er gut ist. Und wir haben einfach das Aerobic. Aerobic ist zwar ein grosser Überbegriff über verschiedene Lektionen. Was als Sus als nächstes kommt, weiß ich noch nicht so genau. Wir schauen, wir sind immer wieder offen für Neues. Also wir haben schon so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber das ist noch nicht so spruchreif. Okay, wir schauen mal rein, was am Abend passiert. Vielleicht am 1. April kann jeder vorbeikommen, gell? Es ist Tag der offenen Türe. Genau. Das ist jetzt auch dann bei uns eingeblendet und dann könnt ihr schauen, wie Silvia mit Humor, viel Feingefühl die Leute dazu motiviert, dass sie am Schluss geschlucht rausgehen. Sie gehen schon geschlucht raus, aber auch happy raus. Das ist eigentlich das Ziel. Oder dass man so rausgeht, dass man denkt, ich könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr. Man sollte nicht gerade mit hochrotem Kopf rausgehen und nicht mehr mögen, Zungen am Boden haben. Das ist nicht so gut. Was wäre dein grösster Wunsch für die nächsten 20 Jahre? Gesundheit, dass ich weiterhin gesund bleibe, dass ich das noch mega lange machen kann. Dass ich den Spagat auch nach nochmal 20 Jahren immer noch kann. Das war eigentlich immer so ein bisschen mein Ziel, mit 100 noch den Spagat können. Mal schauen. Jetzt bin ich dann ein halbes Jahrhundert und schaffe es noch. Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste und dass die Leute weiterhin gerne zu mir kommen, also zu uns kommen. Wir sind ja anfangs ein grosses Team, bin ja nicht nur ich alleine. Dass meine Angestellten bei mir bleiben und immer weiterhin noch Freude haben, dort mitzumachen. Was wünsche ich mir noch? Dass einfach die Leute zufrieden sind, die hierher kommen und dass wir uns gegenseitig etwas geben können. Das ist eigentlich ja so das, was ich mir wünsche. Und noch weitere Jahre können dabei sein. Thank you.